Mibitsch, Freunde, heute möchte ich den Architekten Karl Friedrich Schindler vorstellen. Er war Oberlandesbaudirektor und Architekt des Königs in Preußen. Er war somit für alle Bauvorhaben, erblichen Bauvorhaben des Landes Preußen zuständig. Und heute prägen seine Bauwerke der Kunstvorstadt in Berlin. Aber auch in Schlesien hat er viele Spuren hinterlassen. Und das aus Schlesien hat über das Wirken von Karl Friedrich Schindler ein Buch herausgegeben, was ich allen Freunden des Architekten Karl Friedrich Schindler nur empfehlen kann. Ich möchte mit diesem kleinen Film einmal seine wichtigsten Werke vorstellen und zum anderen an den großen Baumeister erinnern, der auch in Schlesien. Karl Friedrich Schindler wurde am 13. März 1781 in Neuruppin geboren. Er starb am 9. Oktober 1841 in Berlin. Er war ein preußischer Baumeister, Architekt, Stadtplaner, Maler, Grafiker, Medailleur und Bühnenbildner, der den Klassizismus und den Historismus in Preußen entscheidend mitgestaltete. Als Leiter der Oberbaudeputation unterstand ihm eine Revisionsabteilung, die fast alle staatlichen Bauvorhaben für das Königreich Preußen in ökonomischer, funktionaler und ästhetischer Hinsicht überprüfte. Karl Friedrich Schindler, 1826. Ein Gemälde von Karl Begas. Susanne Schindler mit Tochter Elisabeth um 1825. Die Königswache, heute zentrale Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Schindler-Standbild auf dem rekonstruierten Schindlerplatz in Berlin. Im Hintergrund die von Schindler entworfene Friedrichswerdersche Kirche. Das Schindler-Denkmal in Neuruppin von Max Wiese aus dem Jahre 1883. Die Potsdamer Nikolaikirche. Es folgen nun Werke von Karl Friedrich Schindler, die er in Schlesien ausgeführt hat. Hier die evangelische Kirche in Malapane, Zustand 1994. Die evangelische Kirche in Erdmannsdorf im Hirschberger Tal ist ebenfalls ein Werk von Karl Friedrich Schindler. Viele Schlösser im Hirschberger Tal und in ganz Schlesien sind von Karl Friedrich Schindler. Hier das Schloss in Erdmannsdorf. Das Schloss in Fischbach, hier in dem noch nicht renovierten Zustand. Inzwischen sind viele Schlösser im Hirschberger Tal und ganz Schlesien sehr schön restauriert worden. Der gusseiserne Baldachin über dem Gustav-Adolf-Gedenkstein in Lützen, dem Ort, an dem der König von Schweden in der Schlacht fiel. Entwurf Karl Friedrich Schindler. Das Grab von Karl Friedrich Schindler in Berlin. Das wohl spektakulärste und bekannteste Werk von Karl Friedrich Schindler in Schlesien ist das hier abgebildete Schloss Kamenz.
lassen Sie sich von dem prachtvollen Werk durch den folgenden Film überzeugen. Wir sind jetzt in Kamenz angekommen. Hier ist der Aufgang zu dem Schloss Kamenz. Und hier ist jetzt eine kleine Darstellung, Panorama, und das Ganze ist dargestellt mit Parkanlage und so weiter, wie das jetzt sich heute darstellt. Zu dem Kloster Kamenz kann man jetzt nicht mehr hochfahren. Da ist, wie wir gesehen haben, unten abgesperrt. Hier kann man also auch von unten fotografieren. Und bekannt waren ja die Terrassen, insgesamt 7 Terrassen. Wir sehen jetzt hier 1, 2, 3, 4, und wir sind jetzt hier in der Mitte, und hier unten, nach unten geht es dann mit den Terrassen weiter. Und hinter diesen Terrassen unten fließt die Neiße, und jetzt nicht zu erkennen ist die Klosteranlage von Kamenz. Und in dieser Kirche ist ja der alte Fritz mal versteckt worden vor den Österreichern. Und seit dieser Zeit ist dieser Abt Stusche von damals und der alte Fritz in guter Freundschaft verblieben. Obwohl ja Stusche katholisch war und der alte Fritz bekannt ist mit dem Ausspruch, bei mir kann jeder nach seiner Fassung selig werden. Hier noch einmal die gleiche Darstellung, wie wir sie beim Eingang unten in den Garten gesehen haben. Hier die Front des Schlosses, und hier kann man diese Turmkonstruktion sehr gut aus der Nähe sehen. Am Eingang des Schlosses sehen wir auf der rechten Seite das Bild. Einige symbolische Hinweise, aber auf Tourismus ist man nicht eingestellt. In Deutsch, Englisch nichts zu sehen. Was jetzt damit geschehen soll zukünftig, kann man also hier nicht erkennen. Man kann auch nicht hineingehen, es ist geschlossen. Wir sind jetzt auf der obersten Terrasse seitlich am Schloss vorbeigegangen und haben jetzt hier einen Blick auf die erste Terrasse. Wie man sieht, ist auch ein Brunnen hier oben schon in Betrieb. Als die Anlage noch betrieben wurde, war es bestimmt eine sehr schöne und interessante Anlage. Hier kann man also doch noch ganz gute Bilder machen. Man hat auch oben das Wappen gelassen, was früher da war. Hier die einer dieser 4 runden Haupttürme. Auf der Gegenseite haben wir nochmal das Gleiche. Und insgesamt hat man eben 4 solche Hauptsäulen. Und die Schlesier, die haben immer zu diesem Schloss gesagt, es ist eine auf den Kopf gestellte Litsche. Also eine auf den Kopf gestellte Fußbank. Ja, der Froschkönig ist auch hier zu sehen, der dem Brunnen hilft, Wasser ins Becken zu speien. Zwischen den Säulen kann man den Kirchturm, die Kirchturmspitze der Klosterkirche erkennen. Von der untersten Terrasse aufgenommen vom Kloster Kamenz in Richtung Reichenbach. Man sieht im Hintergrund die Berge des Eulengebirges am Horizont.
Ich zoome das jetzt mal an, dass man den Gebirgszug noch besser erkennen kann. Das Problem ist natürlich beim Zoomen immer, dass man dann die Kamera nicht still genug halten kann. Heißetal angekommen und können jetzt mal einen Blick, der nicht von Bäumen und Blättern versteht ist, auf die Klosterkirche werfen. Die Nebengebäude davor waren vor den Jahren, als wir das besucht haben, hier nicht so schön renoviert worden. Und auch die Parkanlage hier unten war nicht vorhanden. Hier ist auch eine interessante Kirche neben, unweit der Klosterkirche, die in Backsteinform gebaut ist, ähnlich der Konstruktion des Schlosses. Und hier steht noch in deutscher Schrift der Psalm 150, lobet den Herrn in seinem Heiligtum. Heiligtum noch mit TH geschrieben. Man hat das also wohl gelassen und hat es nicht zerstört, wie damals alles Deutsche bei der Vertreibung bzw. nach der Vertreibung zerstört worden ist.